Willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineer Staffel 4. Am Start haben wir hier den Roro. Ja, hallo. Und den Thunder. Hallo. Klingt nach Umbauarbeiten hier. Nicht wirklich. Ja, ist cool. Ja, ich dachte mir, dass wir haben da immer wieder so kleine Anflugprobleme. Ja, das ist ganz gut. Dass ich da mal ein bisschen was vorsetze. Also kannst du auch mal, wenn wir in der Luft schweben, einfach mal hier rausgehen und gucken. Genau, kannst du mal Hallo sagen. Das ist cool. So, der Roro macht hier gerade noch ein LCD-Panel. Mit unseren Erzen. Ja, ich weiß noch nicht, wie rum das LCD-Panel gerade ist. Wieder dieselbe Seite. Ach, Mann. Läuft bei dir? Jawoll. Yeah. So, du erklär mir mal, wie du das jetzt hier drauf programmierst. Das ist ganz einfach. Du gehst erstmal auf den Monitor drauf. Ja. Und dann schreibst du in Klammern. Geht ein bisschen, manchmal ein bisschen wissen. LCD hin. Aha. LCD. Klammer zu. So. So, dann ist er schon angeschlossen. Okay. So, und dann schreibst du, was du jetzt, also was du jetzt anzeigen willst. Beispiel, wenn du jetzt Stahlplatten anzeigen willst, wie viel du drin hast, schreibst du Inventory, Leerzeichen, Sternchen, Leerzeichen, plus Steelplate, also Eisen, Englisch. Okay. Oh je, Smoker und Englisch. Ja, wir wollen ja nur die Erze sehen, oder? Wenn du noch eine Anzeige haben willst, wie viel willst du maximal anzeigen lassen? Ja, keine Ahnung. Alles. Ja, aber so eine Leiste. Muss davon bis... Pff, kein Plan. Mach mal 100.000. So, dann müsst ihr jetzt... Kein Befehl. Das ist ja. Warum nicht? Das kann ich dir auch nicht verraten. Du bist ja der Profi. Profi-Effekt. Ja, irgendwie. Einer vor. Aber wenn ich jetzt hier an das Panel gehe und hier was schreiben will, da steht aber dieser Text, den du da geschrieben hast, nicht da, ne? Nein. Ja, da kannst du aber leider nichts mehr schreiben. Weil du da den Befehl eingibst. Kannst du in öffentlich oder privaten reinschreiben. Hm. Sehr kompliziert. Wenn man sich ein bisschen mit Programmieren auskennt. Beziehungsweise sich ein bisschen damit befasst. Oh ja. Am Anfang wird erstmal hingeschrieben, was du überhaupt machen willst. Okay. Ja. Das Einfachste sozusagen, wenn du... oder die Stromanzeige haben willst, schreibst einfach nur Power. Power heißt ja Energie. Mhm. Und, ja. Dann zeigt er dir an, was alles da ist.
Wenn du jetzt filtern willst, sagen wir nur Reaktoren, musst du dann Sonderzeichen haben, dass du nur das anzeigen sollst. Wieso wird der RCD-Pin nicht? Funktioniert das nicht mit den Kleinen? Doch. Hat es ja vorher auch schon. Komisch. Ich denke jedes Mal, wenn ich hier vorne bei der Boarding Ramp rausgehe, dass Nacht ist. Ist auch klar, wir stehen auch gerade total im Schatten. Ja, wir haben ja noch die, noch haben wir ja die Sonnenrotation aus. Deswegen habe ich auch gerade noch ein paar Lampen an die Titan dran gebaut, damit wir das Ding im Dunkeln wiederfinden. Weil ein schwarzes Schiff im Dunkeln wiederzufinden, könnte difficult werden. Ja, wir würden es wiederfinden durch die Antenne. Ja, aber super, dann weißt du auch nicht, weil du direkt davor stehst oder so. Ja, das merkst du dann. Das merkst du dann. Dann kannst du sagen, ja, ich hab's gefunden. Das ist dann ungefähr so wie bei dem einen Star Trek Film, da wo die da mit der Bird of Prey da in so einem Park gelandet sind. Der Fußball rollt unter das Schiff und der eine Typ rennt erst so, rennt voll gegen das getarnte Schiff. Also man müsste, wenn du es einträgst, Public Ticket rausnehmen. Die was? Public Ticket, Public Titel. Okay. Inventory. Jetzt funktioniert es auch. Ja, du brauchst dich nur einmal verschreiben, schon jetzt nicht. Jo, nur mal. Eigentlich bräuchte man ein größeres, ein längliches. Das kriegst du alles nicht so hin. Hier vorne? Das wird zwar hin und her, aber. Oh. Was? Hier vorne? Hier kannst du ja dran klatschen. Hier. Nicht nebeneinander, sondern untereinander. Ach so. Ja, hier sollten ja eigentlich nur die Erze hin. Nur die Erze? Ach, Erze? Ja. Okay, warte mal. Dann mache ich es anders. Dann lösche ich das nochmal weg. Und mache Erze. Wird aber echt verkehrt. Oh, das sieht schon ganz gut aus. Was machst du hier Open Catwalks? Ja, dass man sich mal da vorstellen kann. Hatte ich gedacht. Weil ist ja auch doof, wenn man die ganze Zeit da davor rumschwebt. Und dann irgendwann das Hydrogen alle ist. Alter, ist das Loch schon tief, ey. Das klang falsch. Ich weiß. Leck. Mache ich 100.000, ne? Spannend. Klo. Okay. 100.000. Wie ich den da unten meißeln höre. Echt? Ja, ja. Full.
zu ihm. Warte mal, jetzt habe ich Eisen, Nicken, Eisen. Und Magnesium haben wir schon ganz gut was zusammen. Und auch Silikon. Was eigentlich Silizium ist, aber. Pass. Ja. Läuft. Ja, durch den Stone Crusher haben wir echt schon ganz gut was an Ressourcen ranbekommen. Fandler, was schätzt du, wie lange es noch dauert, bis wir so einen Ork-Reaktor setzen können? Keine Ahnung. Wird wohl noch ein Weilchen dauern, oder? Oh ja. Eisen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Dann wird auch schon wieder voll. Eisen, Nickel, Kobalt, Magnesium. Gold? Gold habe ich, Silber und Silikon. Was noch? Was das, ja? Theoretisch, also mir fällt jetzt der Rest auch nicht ein, sollte noch was fehlen. Ja gut, wenn nicht, kann man ja immer noch hinzuschreiben. Das ist doch nicht so schlimm. Ups. Aber da haben wir erstmal eine ungefähre Anzeige, das ist doch gut. Oh, passt doch. So, ja. Gold haben wir noch gar nichts? Oder? Ja, steht immer rechts. Wie viel? Ach so. Oben ist Erz und unten sind die Barren. Ja, aber. Unten, also haben wir jetzt 1,2k Golderz oder? Ne, Bern. Erze sind oben. Ja, meine ich ja. Ja. Haben wir da auch schon ganz gut was an Gold zusammengekriegt jetzt? Fahren, da richtet hier schon alles häuslich ein. Ja. Ups. Also so ein kleines Bohrschiffchen wäre schon jetzt nicht ganz ungeil. Ja. Ja. Wenn du mal guckst, wie tief das hier schon ist, das ist schon heftig. Ach, das kann ich. Hoffentlich.
So kleine Klumpen, ey, die man immer wieder mal versuchen aufzusammeln, ist gar nicht mehr so einfach. Oh, und Inventar ist voll. Immer. Oh, wir sind am Folgenende. Oh. Schon wieder. Diesmal pünktlich. So, fast pünktlich. Minute drüber. Passt. Okay, liebe Leute, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch Kommentare da, Daumen oder Abo und alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.